Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Es geht um die Probleme bei Massive, um die massiven Probleme, die wir haben. Und zwar das letzte Patch hat doch etliches zerstört. Und zwar hier gibt es eine Information, wie es weitergeht. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, dass es hier Probleme gibt, dass der Charakter nicht geladen wird. Dann habe ich auch erfahren, dass es einen neuen Glitch gibt in der Dark Zone über unsichtbare Spieler und so weiter. Und es gibt jetzt hier eine direkte Information, und zwar das Team testet einen Fix für dieses Problem im Moment. Und zwar hier steht noch drinnen eben dieses, die unsichtbaren Agenten, ja, die es gibt an der Konsole. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt nur die Konsolen betrifft. Ich dachte eigentlich auf allen Plattformen, dass es Probleme gibt, schon beim Login und so weiter. Und hier gibt es eine weitere Information, und zwar nur auf Englisch, aber im Ubisoft Forum. Und zwar wird hier geschrieben, dass der Patch am 21. September, das war eben dieses Ding, wo das Event gestartet ist, die goldene Kugel, dass es hier jetzt eben Probleme gibt, wenn man das Spiel startet, dass die Charakter eben unsichtbar sind oder eben nicht aufscheinen. Ja, man glaubt, okay, man hat den Charakter verloren. Und es gibt unsichtbare Agenten in verschiedenen Spielmodes. Also hier, ja, die Modi sind der PvP vor allem. Und hier gibt es eben zwei Fehler, die sie angeben, und die sind mit demselben Fehler behaftet, derselbe Bug. Hier testen sie eben jetzt für die nächsten Tage, dass sie ein Update bringen, und so wie ich das jetzt verstanden habe, kommt dieser Glitch oder auch diese Fehler davon, wenn man den Waveform, also die Wellenform angelegt hat oder die PTSU Datenhandschuhe. Das dürfte von denen kommen. Den PC-Spielern, hier dürfte dieser visuelle Glitch nicht sein, sondern eben nur auf den Konsolen. Keine Ahnung, warum da ein Unterschied ist. Ob das jetzt auch triggert, dass man sich nicht einloggen kann, schreibt es uns in die Kommentare. Ob ihr am PC seid, habt ihr ein Problem oder nicht? Oder auf der Konsole habt ihr ein Problem oder nicht? Ich selbst spiele PC und ich habe diese Probleme gar nicht. Also ich sehe meinen Agenten, ich sehe alle meine Agenten und ich kann auch ganz normal spielen. Hier ist jetzt so, man ersucht uns, diese Dinge nicht anzulegen. Naja, das Problem ist, wenn man sie vielleicht schon angelegt hat und man will sich neu einloggen, dann werdet ihr nicht auftauchen. Ich denke mal, die meisten von euch haben wahrscheinlich irgendwas davon angelegt gehabt und deswegen seht ihr eure Charakter einfach nicht. Ja, also das wird, denke ich mal, der Fehler sein. Das dürfte so ein, ja, keine Ahnung, visueller Fehler sein, ein Renderfehler, ja. Also, weiß ich nicht. Muss man dann schauen, vielleicht gibt es da noch spezielle Informationen, was das wirklich war. Also mal sehen. Das einzige gute Nachricht, und zwar die goldene Kugel, die wird dann um eine Woche verlängert. Ja, also immerhin, fürs Event ist es mal sehr gut, für das Spiel ist es nicht gut. Ich habe schon sehr viele Kommentare auf meiner Seite gelesen, auf YouTube. Ja, lest ihr euch selber durch. Ich habe natürlich auch Verständnis für jeden, der schimpft. Und ihr merkt selber, ich bin auch wieder mal enttäuscht. Aber ich versuche immer nicht zu ragen, ja, sondern es einfach so zu präsentieren. Ja, wir haben den Fehler, wir haben die Info. Und ich versuche wirklich da meine Emotionen in Zaum zu halten. Ja, somit, ich hoffe, dieses Informationsvideo hat euch geholfen. Es gibt natürlich weitere Informationen, wenn der Fix da ist, bei mir am Community-Tab. Das heißt, Abo nicht vergessen und unter Community findet ihr das dann. Somit, Kommentare, Like, Abo wie immer gerne gesehen und wir sehen uns im nächsten Video von The Division 2.